Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News heute. Heute mit einer sehr interessanten Schlagzeile, denn wir besprechen jetzt die finale Folge von Wettkampf in vier Wänden, die ultimative Bau-Challenge. In den letzten, ja, 5 Folgen war es spannend und gestern wurde nun die letzte Folge, Folge 6, ausgestrahlt und auch das Gewinnerteam wurde gekürt. Ihr werdet heute von mir die wichtigsten Highlights aus der 6. Folge erfahren. Ich gehe mit euch auf einige Dinge ein und wir besprechen auch die Zeit nach der Folge, nämlich in den diversen Livestreams. Auch da habe ich mich mal wieder rumgetrieben und habe für euch dort auch ein paar Meinungen eingefangen. Alles sehr spannend aus meiner Sicht. Und das ist auch noch etwas Schönes. Es ist auch hier für uns als Community auf meinem YouTube-Kanal auch das erste Format, welches wir gemeinsam abgeschlossen haben. Das muss man auch sagen. Diesen YouTube-Kanal gibt es ja erst seit Mitte Januar. Und so viele Formate haben wir hier nicht besprochen. Und Wettkampf in vier Wänden ist das erste Format, was wir hier wirklich von Folge 1 bis 6 durchgezogen haben. Da möchte ich mich natürlich herzlich bei allen hier bedanken, bei allen, die hier mitgemacht haben. Und natürlich auch vielen herzlichen Dank für die 14.800 Abonnenten. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ihr hier Spaß mit mir hattet. Und das, ja, wollen wir mal sehen, was die Zukunft doch so bringt hier auf dem Kanal. Okay, also, Wettkampf in vier Wänden, die ultimative Bau-Challenge hat uns jetzt 5 Wochen begleitet. Ich glaube, der erste Dienstag war ja damals eine Doppelfolge, also 5 Folgen. Und man hat mit der 6. Folge relativ entspannt angefangen, nämlich es gab einen Rückblick zu der Punktevergabe von Folge 5. Wir erinnern uns, Team Blau, also Peter Klein und Yvonne Wölke, vergaben die Punkte strategisch. Entsprechend ist Team Rot mit 3 Punkten abgestraft worden. Und das war der Aufhänger der 6. Folge. Und da hat sich Team Rot und ja dazu geäußert beim nicht gemeinsamen Frühstück mit Team Blau, denn die war noch nicht da. Aber wie ich fand, natürlich, man hat sich ein bisschen, ja, geärgert, man war vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber man hat es sportlich genommen. Sportlicher als die Community zum Teil, die ja doch sehr auf diesem Thema rumgeritten ist. Hier kann man aber schon sagen, dass zwischen den Teams der Gedanke des Wettkampfes schon relativ klar definiert war und dass man da schon von ausgehen konnte, dass man auch so eine Entscheidung trifft. Peter Klein hat sich selbst dazu auch geäußert. Er hat gesagt, naja, er hat das handwerkliche Geschick beurteilt. Und das war bei Team Rot halt problematisch mit dem Kinderzimmer und dem Bauschaum. Gerade wenn das Kinderzimmer für ein junges Kind gestaltet wird, ist natürlich der Bauschaum als Korallenattrappe natürlich schlecht, wenn da das Kind am Poolen ist und es dann ist. Und deswegen diese 3 Punkte. Aber das ist das Thema aus der 5. Folge. Wir wollen uns jetzt aber mit der 6. und finalen Folge beschäftigen. Und da ging es darum, 2 Räume zu gestalten, einmal den Flur auf Vordermann zu bringen und ein geheimes Zimmer. Und ich hätte mir gewünscht von RTL, dass man dieses geheime Zimmer ab der 1. Folge thematisiert, dass es da ist. Das hätte einen richtig coolen Spannungsbogen für die Zuschauer aufgebaut, wenn man immer überlegt hätte, was ist denn da in diesem Zimmer drin? Dann hätte man vielleicht ab und zu mal so einen, weiß ich nicht, so ein Kamerawinkel gab, wo man dann dieses Schloss gesehen hätte. Das hätte, glaube ich, die Vorfreude ein bisschen mehr gesteigert, einfach zu sagen, es gibt noch ein Zimmer und alle so, ach so, ja, wusste ich gar nichts von. Und es ging halt darum, diesen letzten Raum, welches mit einem Vorhängeschloss versehen war, ja, auch aufzubereiten. Man hatte insgesamt 12.000 Euro Budget. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wieso gucke ich immer nach da? Da ist mein Spickzettel, ich habe natürlich mitgeschrieben. Man hatte 12.000 Euro Budget und 2.000 Euro Handwerkerbudget. Das heißt, man musste nicht alles allein machen, aber ihr alle wisst, in den Zeiten sind 2.000 Euro Handwerkerbudget wirklich nicht viel. Da kann man eigentlich eine gute Arbeit sich überlegen, die denn verrichtet wird. Das war schon sehr interessant. Und für all dieses waren 3 Tage Zeit und dann nochmal, ich glaube, 2 Tage für alles, ja, korrigieren, was irgendwie schief gegangen ist. Zum Beispiel bei Team Blau war ja das Problem mit dem Schlafzimmerbett, dass da so eine Schlaufe gefehlt hat, welches da nicht so schön war. Oder auch die, die Badewanne. Aber ich fand das im Übrigen sehr sympathisch mit dem, hier mit der Küchenarmatur, aber da reden wir auch noch drüber. Also das war wirklich sehr, sehr zeitlich eng bemessen, aber es sind ja zum Teil alles Profis geworden über die letzten Wochen und manche waren ja auch schon Profis, dass es durchaus möglich gewesen ist. Dann schwenkte die Kamera auf Team Grün. Für mich persönlich mit das, ja,
das streitendste Team. Ich finde es halt einfach so unangenehm, dass... Also, vielleicht ist es ja das, was RTL wollte, was wir sehen. Das muss man ja auch wieder mit dazu sagen. Die werden ja nicht 24-7 gestritten haben. Ich denke, RTL wird hier einfach immer nur diese Streitszenen eingeblendet haben, damit sich dieses Bild von Team Grün entwickelt. Hat RTL gut geschafft. Auch ich habe dieses leicht genervte Bild von Team Grün gehabt. Entsprechend haben mich aber diese Streitigkeiten halt auch gar nicht interessiert. Ich habe es eigentlich eher als störend empfunden. So meine persönliche Meinung, ja. Dann war eine sehr, sehr schöne Szene mit Team Rot. Da hat Marcel über Schmerzen geklagt, dass man ja die letzten Wochen durchgeackert hat, ihm tun die Handgelenke weh. Und da war eine schöne Szene mit Yvonne. Das war ganz kurz, ein ganz kurzer Moment, aber den habe ich auch wirklich sofort registriert, als Yvonne Marcel einfach gefragt hat, ob sie was für ihn tun kann, ob er was braucht. Also hat er dieses Einfühlsame gezeigt, was ja der ein oder andere Zuschauer immer so ein bisschen vermisst, auch bei der Punktevergabe. Aber wenn man, ich bin nicht der Meinung, genau hinschaut, dann sieht man sowas halt. Und da war halt der Moment, wo sie Hilfe angeboten hat und eine ähnliche Szene hatten wir dann noch einmal vor dem Wohnungsblock, wo dann quasi Team Grün noch richtig am Malochen war und auch hier Yvonne Hilfe angeboten hat. Also das muss man einfach auch wirklich in diesem Zusammenhang wirklich sagen, dass diese Hilfe auch da ist. Man muss halt nur drauf achten, ja. Dann gab es noch so zwei kleine Highlights, die ich so hatte, die schon relativ übel waren. Einmal bei Team Grün, da hat der Christian die Platten verlegt. Es waren so Gipsplatten für die Decke, um die Decke abzuhängen. Und dort hat er halt, und das ja ist natürlich immer leicht gesagt, wenn man hier draußen sitzt. Ich habe schon gesagt, mein Sachverstand im Thema Bauen ist der untere Drittel eines Zollstocks. Ich kenne mich null aus. Aber er hat halt diese Platten so getragen über den Kopf und hat da Druck damit erzeugt, dass sie halt ihm, glaube ich, zweimal kaputt gegangen sind. Das war natürlich höchst nervig für Team Grün. Aber auch Peter hat ganz schön gezuckt, als er sich hier mit der Deckenlampe beschäftigt hat und die Sicherung noch drin war und er dann irgendwie einen Kurzschluss verursacht hat. Das war auch nochmal so ein kurzer Schreckmoment für alle Teams bei Team Grün, als die Platten geknallt sind, also kaputt gegangen sind, sind dann auch wirklich Yvonne und Marcel, meine ich, zu Hilfe gekommen, haben gefragt, was ist denn passiert. Also man merkt schon, dass die Teams hier sehr aufeinander Acht geben und wenn wirklich was passiert, dann ist das schon schlimm für alle Beteiligten. Also das ist schon den Eindruck, den ich auch hatte. Ansonsten gab es eine sehr schöne Szene, da habe ich euch auch mal ein Bild eingefangen. Da ging es tatsächlich nochmal um Peter und Yvonne. Und man hat ja in dem Format gemerkt, dass RTL so ein bisschen etwas vorbereitet mit den Untertiteln, wo man nur steht, den beiden wird eine Affäre nachgesagt oder Peter und Yvonne nur Freunde. Das war schon so aufbauend. Und dann gab es eine Szene am Lagerfeuer. Team Rot hat das Lagerfeuer gerade verlassen und Peter hat so, ja, eine Schachtel aus seinem Pullover gezogen, hat sie Yvonne übergeben und hat ihr ein wirklich schönes, ich glaube, Swarovski-Armband geschenkt. Ich kenne mich nicht so aus, aber ich meine, es war ein Swarovski-Armband und hat nochmal in der Kamera halt nochmal ein Liebesgeständnis ihr gemacht. Und das war ein sehr schöner Moment, wie ich fand so. Das ist so ein bisschen das, was sich ja viele auch wünschen, dass da Klarheit ist. Klarheit ist aber auch nach dieser Liebeserklärung weiterhin so ein bisschen nur einseitig. Auf der einen Seite, jo, Peter steht immer noch zu seinen Gefühlen, zumindest zu dem Zeitpunkt, als das Format gedreht wurde. Und auch Yvonne war berührt, so hatte ich auch den Eindruck gehabt. Es gab auch ein Küsschen auf die Wange und die Szene endete, als die beiden ins Bett gegangen sind und ja, Peter die Decke so ein bisschen hochgehoben hat. Ich weiß nicht, was da dann passiert ist, ob es dann nochmal einen Kuss gab, einen Schmusi oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. Das war wirklich schon sehr, sehr schön und ja, dann aber Fokus auf die Räume, nämlich die Räume, die entstehen sollten aus dem mysteriösen Zimmer. Team Blau mit Peter und Yvonne haben sich für ein Atelier entschieden, genauso wie Team Grün, auch die wollten ein Atelier erstellen. Team Gelb hat sich mehr um das Thema Wellness gekümmert. Die hatten da so Yogamatten und eine Infrarotsauna reingestellt. Und dann hatten wir noch Team Rot und die haben sich für einen Hauswirtschaftsraum entschieden. Und so war quasi die Raumaufteilung. Und dann ging es letztendlich auch schon an die Punktevergabe von der Jury, die ja wirklich, wenn man so sagen könnte, eigentlich von vielen nicht so gemocht wird. Also das ist das, was ich hier auf meinem Kanal immer wieder mitkriege, ist so Team, diese Jury kam halt mit der Art und Weise der Punktevergabe und man hat auch immer das Gefühl, dass diese Jury ungerecht handelt, kam dann zurück auf die Baustelle und hat dann halt auch die Zimmer bewertet. Und das erste Zimmer, beziehungsweise
die erste Gesamtwohnung, die denn bewertet wurde. Also quasi, es wurden ja an alle Räume plus Flur und plus Atelier bewertet, war Team Grün. Und Team Grün hat von allen drei Jurymitgliedern jeweils nur 5 Punkte bekommen und sind somit mit 15 Punkten ausgeschieden. Es gab zwar ein paar nette Worte für Team Grün, aber das war eigentlich relativ schnell klar, dass Team Grün raus ist. Es folgte Team Gelb. Hier hat mir persönlich das Zimmer am wenigsten gefallen. Diese Infrarotsauna, es ist immer klobig. Man hat sie auch nicht irgendwie dezenter an die Wand hinterste Ecke gestellt, weil da wahrscheinlich das Fenster war, sondern man hat sie da direkt mitten irgendwie an die Wand im Raum gestellt. Es hat sehr viel Raum geschluckt. Das hat mir persönlich gar nicht so gut gefallen. Entsprechend hat aber trotzdem Team Gelb insgesamt 25 Punkte bekommen. Das war schon wirklich viel. Man hat aber auch einen gesamten Wohnungsvorschritt bewertet. Also nicht nur diesen Wellnessraum, sondern alles. Hier hat mir bei Team Gelb gar nicht gefallen, dieses, ja, negativere Sprechen über erstes Team Gelb, also Julian und David. Das ist mir unangenehm aufgeschlagen, als sie dann deren Arbeit so ein bisschen, ja, bemängelt haben. Also nicht die Jury, sondern Team Gelb 2. Das hat mir gar nicht gefallen. Und ja, dann schwenkte die Kamera zu Team Blau. Und Team Blau hat in der Punktevergabe schlechter abgeschnitten als Team Gelb, nämlich haben nur 24 Punkte bekommen. Hier wurde ein bisschen wieder über dieses Atelier gemeckert, also über dieses Künstlerzimmer. Und da hat Peter halt auch gesagt, naja, ein Atelier muss ja ein leerer, ein geistloser Raum sein. Das wird ja quasi von dem Künstler gefüllt. Und das haben die ja versucht mit Bildern, Graffitis einzufangen, und das kann man so akzeptieren, hat aber die Jury nicht akzeptiert. Entsprechend gab es dann 24 Punkte. Hier möchte ich aber trotz allem Detlef lobend erwähnen. Ich habe ja in meinen Videos öfter auch bei Detlef gesagt, finde ich kacke, wie er so drauf ist und sich entscheidet. Hier hat aber Detlef, wie ich fand, mit 9 Punkten wirklich auch mal eine gute Entscheidung getroffen, aus meiner persönlichen Sicht. Hier hat er aber nicht über die, hier hat er nicht so alles wieder breit getreten und war da so, weiß ich nicht, so anti der anderen Räume aus den vergangenen Folgen. Nee, hier hat er wirklich einen guten Job gemacht, soweit ich das beurteilen kann. Der hat halt 9 Punkte gegeben. Und dann hatten ja Peter und Yvonne aus Folge 5 ja noch einen extra Punkt gehabt, welches denn dann für insgesamt 25 Punkte gesorgt hat. Und dann waren die beiden gleich auf mit Team Gelb. Und zu guter Letzt kam dann Team Rot. Und Team Rot, da hat die Jury richtig applaudiert, so möchte man das schon sagen. Es wurden 2x9 Punkte vergeben, also einmal von Alex und einmal von der anderen Dame aus der Jury, dessen Namen mir immer nicht einfällt. Und dann hatte Detlef doch 10 Punkte gegeben. Und damit hat Team Rot mit 28 Punkten 50.000 Euro gewonnen. Hier natürlich auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr für euch. Ich hoffe, ihr könnt in den Urlaub fahren mit euren Kindern. Das war ja so der große Plan von euch. Herzlichen Glückwunsch. Und ich gönne es euch vom Herzen, lasst es euch gut gehen und verdient. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Team Rot auch sehr hart gearbeitet hat, so wie alle Teams, das darf man nicht vergessen. Alle Teams haben hart gearbeitet, egal wie sympathisch ein Team war oder nicht, alle haben da einen harten Job gemacht. Und ich wäre da ruckzuck ausgeschieden gewesen, also ich kann das nur vermuten, wie hart das alles sein kann. Und genau, so endete denn dann Wettkampf in 4 Wänden. Sehr abrupt, muss man auch sagen. Also klar, die haben dann die 50.000 Euro gekriegt und dann war eigentlich relativ alles schnell zu Ende. Aber auf Instagram tobt dann ja alles weiter und entsprechend war ich natürlich auch auf Instagram unterwegs und habe mir auch mal die verschiedenen Livestreams angeguckt. Es gab einmal ein Livestream von ehemals Team Gelb mit Julian. Da war dann Julian, David, Team Rot zum Teil vertreten und Alex aus der Jury. Der Stream war nicht so gut besucht mit 150 Zuschauern. Es gab aber noch einen Stream von Yvonne Wölke selbst. Dort waren in der besten Zeit über 3000 Zuschauer drin. Hat sich dann aber langsam so auf unter 1000, so 1300, so in diese Richtung dann runter geregelt, aber da war auch wieder wirklich viel los, muss man sagen, es war viel los. Leider auch wieder sehr viele Menschen, die den Stream ausgenutzt haben, einfach gegen Yvonne und Peter zu hetzen. Und da habe ich halt immer geschrieben, Fokus auf die Community, nicht auf die Hater, weil das war halt ein Problem, dass halt immer mal wieder der Fokus auf diese Hater gegangen ist, auch von Peter und Yvonne, und das darf halt einfach nicht sein. Das war so das Einzige, was ich zu bemängeln habe. Ansonsten haben Peter und Yvonne sich hier auch wirklich gut
geschlagen, haben viele Fragen beantwortet, haben sehr viel sich miteinander unterhalten. Marcel von Team Rot war noch kurz mit dabei und dann war letztendlich der Stream perfekt, Freunde. Ich verabschiede mich jetzt bei euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt mit Wettkampf in vier Wänden. Die ultimative Bau-Challenge. Format ist jetzt vorbei. Hier beginnt aber auch in wenigen Wochen ein neues Format, nämlich Die Verräter mit Sonja Zietlow. Da haben wir etwas Neues, worüber wir hier berichten können. Das wird bestimmt super spannend. Vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn wir sehen uns heute wieder um 14 Uhr mit einem, ja, ich würde schon sagen, mit einem anderen Thema, aber ich verrate nicht so viel. Es wird sehr spannend werden. Macht es gut. Ciao.